Typisch Michel wird euch präsentiert von Schöneck Garage Spiez, euer Ford-Spezialist im Berner Oberland. Und mit Leib und Seele von Ernie. Haar, Kleid, Bar, Spa. Wir sind auf dem Weg nach Thun ins Panorama-Center bei der Stockhorn Arena und dort wartet der FC Thun Captain Dennis Hediger auf uns. Nach 64 Jahren steht der FC Thun endlich wieder mal im Cup-Finale bei einem entscheidenden Spiel. Kann der Captain Dennis Hediger aber nur zuschauen, das wegen seiner Verletzung und wie es mittlerweile geht, das wollen wir heute wissen. Grüß euch miteinander. Der Dennis Hediger gibt Vollgas, egal ob bei IB, im FC Biel oder jetzt zu Thun, wo der 32-jährige Captain ist. Auf dem Platz gilt er als Leitwolf und Motivator. Der Dennis Hediger ist aber auch neben dem Fußballplatz erfolgreich. Er ist Ernährungs- und Fitness-Spezialist mit seiner eigenen kleinen Firma, dem Team Hediger. Der Sportler wohnt mit seiner Familie in Ostermundigen. So, hallo Dennis, guten Morgen. Ja, guten Geht's Morgen. Gut? Wunderbar, ja. Sehr gut. Du hast uns hier ins Medbase auf Thun geholt. Ja, ich vermute schon ein bisschen warum. Das aktuelle Wohnzimmer quasi. Schon? Bist du viel hier? Ja, sehr, sehr. Am Morgen früh einchecken und in dem späteren Nachmittag mal auschecken, ja. Ja, für die Reha, für dein Knie, ist jetzt zweieinhalb Monate etwa her. Die Verletzung dann gegen IB. Wie geht es dir heute? Geht mir gut. Also das Schlimmste war eigentlich der Moment der Verletzung. Und ab dann geht es nur aufwärts. Ja. Und es ist halt wichtig, dass man nicht viel Rückfall hat, dass man nicht viel Entzündungen hat und eben schlechte Reaktionen im ganzen Reha-Prozess. Und ja, zweieinhalb Monate, aber ich bin sehr zufrieden mit diesen zweieinhalb Monaten, absolut. Sicher harte Arbeit, die du da hinter dir hast und noch vor dir hast. Ich würde sagen, wir laufen doch sonst jetzt gerade mal rein. Weil, du, was erwartet ihr da heute? Also wir dürfen jetzt dabei sein bei Reha, quasi, wie das so ein bisschen aussieht. Genau, also ihr dürft echt ausschlafen. Ich habe schon eine Stunde Ausdauer trainiert. Heute? Genau, also ich war schon ein bisschen früher da. Und jetzt geht es vor allem mal, dass ihr das Knie wieder anschauen kann, weil gestern war ein sehr strenger Tag für das Knie. Ja. Um zu schauen, wie es jetzt reagiert hat. Und dann ist es sehr, dass wir viel Stabi machen, Laufschuhe machen, weil das Hirn wie alles neu muss lernen, dass ich das wieder kann. Und am Nachmittag ist dann ein Kraftprogramm und wie gesagt, und dann check ich irgendeine aus. Und das Programm, machst du das alltag oder stell dir das vor? Ja, also eigentlich vom Montagmorgen bis Samstagmittag ist meistens das Programm. Und dann ist ab Samstagmittag bis am Sonntag ist frei. Mhm. Und dann halt möglichst viel laden, möglichst vielseitig trainieren, dass du einfach am Schluss alles wieder kannst. Weil du fährst wirklich bei null an. Also am Anfang du kannst nicht einmal das Bein lüpfen. Ja. Und du probierst mit der ganzen Kraft, die du hast, und irgendwie ist die Verbindung kaputt. Und es geht einfach nicht. Und dann merkst du jeden Tag, was du übst, kannst du einfach besser. Und ich lasse dich jetzt mal die Reha machen. In dem Fall, wir schauen zu. Also, cool, frei. Also. Guten Morgen. Zähli, wie geht's? Okay, gut, danke. Bei dir? Gut, danke. Gut. Das ist gut. Das Gefühl. Ja, gestern war schon ein bisschen intensiv. Das Krafttraining für das Bein. Das Stabi und so war gut, aber die Kraft war recht intensiv. Ich konnte zwar ohne Probleme durchziehen, aber es ist dicker als auch schon. Schon ein bisschen gelitten gestern, also der Eisbeutel habe ich gebraucht. Der Dennis Hediger hat sich das Kreuzband und Innenband gerissen. Mitte Ende August will er bestenfalls wieder auf dem Platz stehen und shooten. Darf ich vielleicht schnell den Experten fragen? Also eben, vor zweieinhalb Monaten war es, ist das jetzt gut verheilt, so das, was er bis jetzt gesehen hat? Das Band oder also das Kreuzband oder insgesamt? Insgesamt. Ja. Das ist sehr ein guter Verlauf, das kann man klar sagen. Er kann, und das ist das, was wir immer diskutieren, er kann eigentlich viel zu viel. Ah. Und durch das müssen wir ihn recht bremsen. Okay. Immer wieder zwischen er würde gerne noch viel, viel mehr machen. Ja. Es ist schon unser Job, ihn hier durchzuführen. Ja. Durchzubremsen. Ja, das ist nicht immer nur mit Bremsen. Also manchmal müssen wir die auch ein bisschen, an den richtigen Moment ein bisschen durchpushen. Aber das ist die Last stimmt. Es wird ein bisschen
Ich habe viele Leute kennen, die das Kreuzband gerissen haben und nie mehr richtig gesund wurden. Und ich will wieder Profifußball betreiben. Also, es steckt sehr viel dahinter, was man einfach machen muss. Und ich finde es gut, dass das die Leute mitbekommen dürfen. Auch Leute, die nicht im Spitzensport tätig sind, müssen, wenn sie so eine Verletzung haben, sehr, sehr viel investieren, dass sie wieder das Leben haben, das sie vorher hatten. Seid ihr fertig? Gerade am Fluss. Sehr gut. Eineinhalb Stunden lang ist jetzt das gegangen. Ja. Schmerzhaft gewesen für dich? Ja, es ist immer ein bisschen schmerzhaft. Es ist ja. Immer mit Schmerzen verbunden. Ja, das ist, Hat er es ab und zu im Gesicht angesehen? Ja, ja, das gehört ein bisschen dazu. Ich habe immer das Gefühl, das Behandeln muss eigentlich angenehm sein. Aber ist nicht so. Ich habe eine falsche Definition von Behandlung. Fluch ist nicht manchmal an. Ja. Also ich habe gesagt, wenn ich wieder vom Feld bin, zuerst schon schieße, soll ich nicht erwarten, dass ich zu ihm gehe jubeln. Genau. So, für all den Schmerz weiß ich nicht, ob ich das so Danke sagen soll. So, er hilft dir ja nur. Es, ist, es gehört zum Weg dazu. Sehr absolut. Gut. Sehr gut. Wo gehen wir jetzt her? Ja, weiter ins Stadion über. Eigentlich also. Dort, wo dann die Wahrheit wieder liegt. Ja. Ein bisschen Energie tanken. Also, an einem wichtigen Ort für dich. Ja, der wichtigste eigentlich. Ja. Also. Gut. In dem Fall. Tschüss. Ja, tschüss. Danke Merci, für Merci. Ade. Danke. Tschüss. Dann gehen wir doch dorthin. Ist ja gleich nebendran. Ja. Du schaltest jetzt seit dem 9. Jahr, beziehungsweise Saison, die 9. Saison für FC Thun. Wenn du hier in die Stockhorn Arena kommst, ist das für dich wie ein Stück Heimat? Oder was fühlst du hier? Ja, viel, vor allem viel Positives. Also, es ist schon so, dass ich das Privileg habe, dass ich sagen kann, seit 9 Jahren komme ich gerne arbeiten. Und das jeden Tag. Und ja, man sieht hier, wir trainieren jeden Tag auf diesem Platz, wir haben die Kabine da, es fängt einfach. Und es ist sicher viel Heimat. Also, es ist nicht einfach nur der Arbeitsplatz. Es ist wirklich mit sehr vielen positiven Emotionen verbunden. Und mega viele schöne Erinnerungen natürlich auch. Ja. Positive Emotionen hat es auch beim Einzug in das Cup-Finale für den FC Thun. Nach 64 Jahren, jetzt das erste Mal wieder im Cup-Finale. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, wir haben schon gelitten. Es ist natürlich hoch euphorisch am Schluss. Aber der Puls war extrem hoch. Und eben auf der Tribüne, wenn ich mittun kann, ist es immer schwieriger. Du kannst halt in diesem Moment dann nichts mehr bewirken. Aber ich hatte das Gefühl, die Jungs haben sich das verdient mit der solidarischen Leistung und wo dann das Goal kommt. Und ja, der ganze Fansektor war schon gefühlt mit Thuner, das hat es in Luzern noch nicht viel gegeben. Mhm. Ja, es ist alles zusammengekommen. Und darum, es ist auch das, es sehr viele schöne Emotionen gewesen, aber der Nervenkitzel war die 90 Minuten extrem hoch. Gewesen. Und du hast ja den Match mit deiner Frau geschaut und ihr sind, glaube ich, auch Tränchen gekommen. Ist das richtig? Ja, sie hat die ganze Zeit gesehen, ich glaube, sie im Auge. Ich weiß nicht, wie es war. Aber eben, es geht extrem zu und her. Und auch mit den Mitspielern. Wir haben lange angeschaut und gesagt, ja, du kannst gar nicht ruhig sein. Du bist so nervös auf der Situation und denkst immer und hoffst. Und ja, es kommt so viel zusammen. Und sie leidet natürlich auch mit, ist klar, oder? In der ganzen Situation, mit der Verletzung und allem. Hat sie sehr, sehr viel Verantwortung, auch, die sie natürlich wahrnimmt. Und ja, dann ist es schön, wenn sie auch. Für mich ist es schön, dass sie so mitfiebern kann. Ja. Jetzt sind wir heute zusammen unterwegs und wie immer, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, erwartet mich eine Challenge. Was hast du geplant heute? Ja, ich bin ja sehr, sehr aktiv am Trainieren, immer ja. Gewesen und jetzt in der Reha-Phase noch viel mehr. Und habe ein super Rumpfprogramm, das ich absolvieren muss. Und für das gehen wir dann ins Update-Fitness und machen das 1-2-1, darf das mitmachen. Also du mit deinem Sixpack? Genau. Und du mit was auch immer dann... Ich habe eins. Ja, wir haben alle eins, das ist so. Ja. Einfach, einfach versteckt in der Regel, das ist so. Genau. Ja. Und das, das ziehen wir mal durch, dass man siehst, wie intensiv das Training eigentlich sein sollte. Ja, Das machen wir dann im Fitnesscenter. Und jetzt gehen wir aber zuerst auf den Platz. Für das habe ich den Ball dabei. Auch noch. Und für das habe ich unseren besten Goalie auftrieben. Und man hört immer wieder, wie einfach ist es, eine Penalty zu schiessen. Und ich möchte es gerne von dir 1-1 nachgestellt haben. Wo ist denn der Goalie? Wie einfach ist der kommt noch. Der Nein, ist, ehrlich parat, jetzt? Ja, Nein. Absolut. Was, jetzt soll ich Penalty schiessen? Genau. Ich kann nicht shooten? Ja, das können ganz viele Leute nicht, die immer das Gefühl haben, dass es so einfach ist. Ein grosses Mal, gell? Genau, und jetzt tun wir mal das Ganze in ein rechtes Licht.
Brücke. Okay, ja, ich probiere es. Sehr gut, gut. Freue mich. Viel Spaß. Merci. Das ist für dich. Merci. Das wäre jetzt der beste Goal, den ich auftreiben konnte. Nein, und ich habe schon gedacht, der Guillaume Pfeff kommt oder so. Ja, aber der ist etwa gleich gut. Nein, das glaube ich nicht. Nein, als er mir sagte, ich habe einen super Goalie organisiert, hatte ich wirklich das Gefühl gehabt, jetzt kommt der Thun-Goalie. Ja, wir haben einen nicht optimal austrainierten Goalie ins Goal gestellt und Michel an Penalty schiessen. Ich habe es unterschätzt. Ich war nicht sicher, ob sie immer bis zum Goal mal oder das Goal wirklich bricht oder nicht die Pappfigur im Goal abschießt. Aber ja, eines Besseren belehrt, absolut. Also, sie hat das sehr, sehr gut gemacht und hat alle Penalties versenkt. Wie mache ich am besten ein Goal? Der FC Thun Captain gibt mir die wichtigsten Tipps. Nachher anlaufen. Und nachher, wenn man mit rechts Fuß ist, wahrscheinlich. Ja. Du musst mit dem linken Fuß neben den Ball. Ja. Und dann tust du anlaufen. Und du darfst jetzt natürlich nicht zu fest. So, das ist das Maximum, was ich darf. Ja? Das ist mal nicht besonnen. Es kommt dann der Physio. Ja. Gut, also. Ja, das schaffe ich. Sogar eine Höhe. Ja, unhaltbar. Nein, also treffsicher bin ich nicht. Das so Zeug ist gut, das ist gar nicht so gemacht. Ich treffe schon, aber ich bin nicht dort, wo ich will. Das ist einfach Kunst. Ja. Das geht dann aber so einfach. Und? Wie wenig war ich? Ja, ich bin sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Das hat sehr, sehr gut ausgesehen, von Anfang an. Ja, ich bin schwierig überrascht. Für einen Goalie. Schwierig, muss ich sagen. Hat der Arm auch nicht so viel gebraucht, hat mich gedacht. Ja, also du hast natürlich auch sehr, sehr, sehr starken Goalie ins Goal gestellt. Jetzt hast du eigentlich die richtige Challenge, kommt erst noch, gell? Wo gehen wir jetzt für das? Wo gehen wir her? Für das fahren wir auf Bern zurück, von Ostermundigen. Wir gehen dort ins Update Fitness. Mhm. Dort eigentlich mein zweites Wohnzimmer neben dem Headspace aktuell. Okay, okay. Machen wir doch das. Das ist dein Mittag? Ja. Das ist mein gesungenes Mittag, das Schöckeli. Machst du eins? Okay, ja, das kann ich nicht vereinbaren mit meinem Gewissen. Machst du keins? Nein, danke. Ja, schon gedacht. Gell, schwierig. Du isst kein Schoggi, gar nicht. Nein, also vielleicht ist es mal Proteinriegel, der hat auch Schoggi dran, oder? Mittlerweile gibt es ja auch Proteinglas und all so Geschichten. Okay. Aber, so Schoggi, habe ich den Nutzen noch nicht entdeckt. Aber du bist ja recht krass unterwegs, was die Ernährung anbelangt. Irgendwie habe ich mal gehört, du tust nicht mal mit Soße oder so. Ja, einfach nicht so das Klassische, also wenn irgendwelche Rahmsoße oder so Geschichten. Ja, das geht ja nur darum, dass der Mensch einen guten Geschmack im Mund hat. Da geht es gar nicht um alles, was unter der Soße ist. Oder? Ja. So, und ich sage immer, eben, Soße zu einem Fleisch ist eigentlich... Also, du tust das Fleisch noch einmal töten. Eigentlich. Das ist so schade ums Fleisch, das teure Fleisch, das du kaufst. Und dann hast du es gerne, weil die Soße fein schmeckt. Und beim Messer ist es eigentlich das Gleiche. Aber es gibt schon Sachen, die fein sind. Ich habe gerne scharfe Soße, wenn schon. Die aber die sind eben auch sehr zuckerarm und kalorienarm. Und von denen kannst du eben auch nicht viel nehmen, weil es gar nicht aushaltest. Okay. Also, das gibt es schon natürlich. Und, aber auch ich esse Salatsauce, aber dann mache ich es halt selber mit Balsamico und nicht. Mhm. Wie mit Mayonnaise. Also. Okay. Ja, was mir ist aufgefallen, als ich deine Fotos angeschaut habe, deine Frau ist ja auch noch krass. He? Die hat also genau so ein Sixpack wie du. Ja, sie macht das alles genau gleich mit. Wie habt ihr mich eigentlich kennengelernt? Ja, wir haben uns schon immer wieder gesehen, auch in den Fitnesscentern. Das ist schon so. Ah, ja, wir sind nicht so. Ja, was für ein Zufall. Aber es klingt so klischeehaft, aber wir sind nicht so. Also, ja, ich sage immer, das, was ich mache, hat nichts mit Bodybuilding zu tun. Und das, was sie macht, auch nicht. Sie hat, einfach, sie hat sich gerne bewegt und ich gehe. Und ich war in so vielen Zentren in Bern immer präsent. Und ja, das, zwangsläufig haben wir uns immer wieder dürfen kreuzen. Und irgendwann sind wir in einen Kaffee gehockt und dann ist es relativ zügig gegangen. Ja. Schön. An dieser Stelle kommen wir zu unseren Zuschauerfragen, die über Social Media reinkommen. Warum genau hast du mit Shooten angefangen? Ja, mit Shooten habe ich angefangen, weil mich meine Eltern irgendwann schon hergebracht haben. Und,
zur Option wäre noch Leichtathletik gewesen. Und der Trainer hat überschaubar Freude gehabt. Er hat gesagt, ich kann wieder kommen, wenn ich will. Und der vom Schutte hat gesagt, du musst unbedingt wieder kommen. Das ist dein Sport. Und er hat mich schon gepackt und seitdem habe ich nie mehr aufgehört. Hättest du dir vorstellen zu IB zu wechseln, wenn sie dir ein Angebot gemacht hätten? Es kommt immer darauf an, auf welchen Zeitpunkt. Als ich jung war, also habe ich meine ganze Juniorausbildung bei IB gemacht, dann war es natürlich der Traum, die erste Mannschaft bei IB. Und ich habe dann das so nicht geschafft, wie ich mir so vorgestellt habe. Und dann ja, haben sie einen anderen Weg eingeschlagen. Und heute ist alles perfekt, wie es ist. Von dem her hat sich jetzt das alles erübrigt. Im zweiten Wohnzimmer von Dennis Hediger angekommen, sagt mir der Fitness-Spezialist zuerst mal, wie die Challenge genau so aussehen soll. Also, willkommen bei der Challenge. Mhm. Ihr kennt Survival of the Fittest, oder? So, der, der halt länger überlebt, hat schlussendlich gewonnen. Es geht darum, sehr viel Rumpfstabilität, mega wichtig in unserem Alltag, dass wir das gut haben. Und wir machen immer Übungen, 45 Sekunden, dann haben wir 15 Sekunden Zeit zum Wechseln und dann kommt die nächste Übung. Mhm. Und wir fangen ganz einfach an mit gerader Rumpfmuskulatur, dann seitwärts, dann wieder gerade, seitwärts, wieder gerade, bis wir nicht mögen. Ja, es muss natürlich etwas sein, irgendwo in meiner Kernkompetenz. Und, überall hört man immer mit Sixpack und Fitness. Und, das ist der, der trainiert wie ein Verrückter und. Und ganz früh hat es aber geheißen, wenn ich verletzt war, ob mir eine Handel auf den Fuss ist gefallen. So. Also, das ist mein Image. Und, darum haben wir gesagt, wir machen irgendwo eine Sixpack-Challenge. Wir machen ein Rumpfprogramm durch. Survival of the Fittest, so lange wie es da geht. Und wer halt zuerst aufgibt, hat halt die Challenge verloren. Wir fangen ganz einfach an. Unterarmstütz, dann strecken und dann nur heben. Das wäre die erste Übung. Das ist schon mal meine Hassübung. Okay. Gut. Die zweite Übung ist, nach 45 Sekunden kippen wir auf die Seite. Gehen rauf, Füße sind aufeinander und dann gehen wir rauf. Und dann das Gleiche natürlich machen wir auf die andere Seite. Und wir dann wechseln und wieder heben. Gut. Wenn wir hier sind, fangen wir wieder von vorne. Ja. Bis jemand entweder zweimal am Boden klopft oder die weiße Fahne schwenkt. Ja. Und, fühlst du dich bereit? Ja. So gut als möglich. Viel Spass. Also, ja, Spass. Also, Übung Nummer 1. Unterarmstütz. Bauchnabel immer gegen innen ziehen, damit wir den Rumpf anspannen. Ja. Und wir können ganz normal reden miteinander. Ja, es geht also. Du zitterst nichts. He. Ja, noch nicht. Aber wir sind erst seit 15 Sekunden an der Jeder stand. Okay, bis jetzt noch das Kopf und Kopf rennen. Ich sehe das. Du nimmst mich hoch. Hey, sie geht noch voll drin, die Übung. Okay. Jetzt brauche ich eine halbe Stunde Pause. Super, jetzt gehen wir uns drüber, schauen in die Richtung. Wieder Unterarmstütz, seitwärts und weiter. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, oh, gut. Gott. Wir sind immer noch dabei. Mega trainiert und auf der anderen nicht. Das wäre auch schade. Okay, drei, zwei, eins und weiter geht's. Also, sobald wir die Füße müssen abstellen müssen, ist fertig. Ja! Gut, komm! Ah. Ja, sorry. Ist too much. Die weiße Fahne. Die weiße Fahne. Jetzt ist es noch durch bis zum Schluss. Ja. Noch 15 Sekunden. Aber es ist schon für mich anstrengend. Schon? Das ist schon gut. Sieht nicht so aus. Ist gut. Es geht Runde für Runde. Der Dennis Hediger scheint für mich unermüdlich. Gut, bist du schon kompensieren da mit dem Wackeln? Nein. Gut, noch 5 Sekunden. Sehr gut, okay. Okay. Ja. 3, 2, 1 und rauf. Gut, und wieder schön halten. Einfach oben bleiben. Ja. Schön zu einfach, gell? 20 Sekunden noch. Oh. Und Beine führen. Ja, ja.
15. Gut. Ach, sorry, es tut mir leid. Fuck. 10 Sekunden vor der Zündung. Ja, es tut mir leid. Gut. Hey, nicht viel gefällt. Ja. Das braucht nicht viel, oder? Das ist nicht persönlich gemeint, aber es braucht nicht viel, dass man an Grenzen kommt bei einem guten, sauberen Rumpftraining. Man muss irgendwo fast eine Minute unter Spannung haben, unter Durchspannung. Das ist für viele Leute ist das einfach schon zu viel. Ja, bin ich jetzt anders schlecht? Nein, das ist eigentlich sehr schwierig. Gerade was die ganze Rumpfmuskulatur betrifft, die trainiert sich am besten einfach ohne Gerät. Und ja, das habe ich gewusst, wie es hart. Und sie hat eigentlich mega gut durchgezogen. Bei der letzten Übung ist halt dann der Einbruch gekommen. Ja, ich habe schon spekuliert, dass er ein bisschen früher kommt. Aber man hat einfach wieder weitergemacht und bevor angefangen. Aber auch das hat sich gut gemessen und vor allem hat sie durchgebissen. So. Also, gutes Training gewesen, hä? Ja. Also ja, für dich war es auch nicht so anstrengend. Oh, völlig über Grenzen rausgekommen. Nein. Ich bin froh, kommt das Wochenende. Wie sieht es eigentlich aus so, für deine Zukunft? Was hast du noch so für Ziel, Wünsche oder Hoffnungen für deine sicher auch, sportliche Zukunft, Karriere? Ja, ich finde es so schwierig, zu weit vorauszuschauen. Ich denke, die Basis für alles ist, dass man gesund ist. Ja. Und in das investiere ich. Und das ist sicher ein Wunsch, aber da kann man sehr viel beeinflussen. Und dann ist klar, der Cup-Final steht vor der Tür. Und es ist einfach ein Ziel, als Sportler irgendeinen Kübel in die Höhe stemmen. Und das ist schon das Ziel. Und wir haben ja auch noch ein paar Jahre Zeit, hat, um das zu verwirklichen. Genau, weil aufhören willst du noch nicht, auch wenn du 32 bist. Ja, Trainer wäre doch noch so etwas für dich, um so gut zu motivieren. Ne? Ja, Trainer ist sicher auch ein Thema. Ich bin ja, gewisse Diplome habe ich schon gemacht, ein paar fehlen natürlich noch. Und es ist nicht ganz einfach, als Aktiver die Diplome jetzt schon zu machen. Ja. Aber das ist sicher ja, ein Weg, den ich mir durchaus vorstellen kann, einzuschlagen. Mhm. Obwohl das halt ja, auch sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und es gibt in der Schweiz nicht so viele Plätze für Trainer. Aber ja, die Qualität setzt sich durch und wenn man das hat, dann hoffe ich, dass es dann mal so weit ist. Ja. Und sonst hast du ja noch das Team Hediger, so ein kleines Unternehmen, das du zusammen mit deiner Frau aufgebaut hast. Sonst würdest du diesen Weg einschlagen? Ja, wir haben das schon relativ lange immer ein bisschen gemacht und ja, werden das in Zukunft auch machen. Wir gehen natürlich vermehrt, wie alle anderen, auch ein bisschen Online-Markt rein. Spannende Geschichte, selber ein Unternehmen führen und wachsen und das sind auch riesige Erfahrungen. Wo ich überzeugt bin, die immer für das Leben einfach gut sind und die wahrscheinlich sogar als Trainer würde nutzen. Sehr gut. Merci vielmals für den Tag. Spannend war, ist cool war, anstrengend. Ja, und wir schauen jetzt, was uns nächste Woche erwartet. Wir treffen das Gleitschirm-Idol Krigel Maurer, auch bekannt als Adler von Adelboden. Der mehrfach Schweizer und Weltmeister bringt mich mit seiner Challenge an meine Grenzen. In diesem Fall bis nächste Woche wieder. Adieu miteinander. Adieu miteinander. Typisch Michel wird euch präsentiert von Schöneck Garage Bietz, euer Ford-Spezialist im Berner Oberland. Und mit Leib und Seele von Ernie. Haar, Kleid, Bar, Spa.